Was geht ab, Leute? Hier ist ein rotes Licht, was auf uns wartet. Was die ganze Zeit in und raus aus diesem Schlauch geht. Deswegen fahre ich da mal hin und versuche mein Bestes. Oder ich fahre mal runter. Muss ich vielleicht mit dem U-Boot weiter runter? Jawohl. Okay. Wir treffen einen Fisch, der genauso ist wie dieser Fisch, den wir schon mal gesehen haben. Nur, dass der irgendwie die Altersregelgrenze schon überschritten hat. Und in Rente ist wahrscheinlich. Oh mein Gott, wir schreien ihn an. Hamichika Mamanina. Ah, Hamachiki Makanina. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Tiefenmeter. Vielleicht können wir hier unten ein Megafon finden, ne? Damit wir den guten alten Herrn aufwecken können. Oh mein Gott, das sieht so magisch aus. So, was haben wir hier? Da unten sind auf jeden Fall so kleine, aber feine Krabben. Und die können wir die ganze Zeit andrücken anscheinend. Können wir den vielleicht rausziehen? Nee, oder? Doch, können wir. Aha, ein Korken. Kann man den vielleicht ebenfalls irgendwie... So, kann man den ebenfalls irgendwie nehmen? Nee, da geht nichts. Okay, wir haben jetzt einen Korken dabei. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir was mit einem Korken machen können, nochmal extra. Aber vielleicht können wir diesen Korken nutzen, um dieses rote Ding vielleicht zu klauen. Also nehmen wir mal einen Korken und packen ihn auf dieses Ding da drauf. So, dass es einfach wegbleibt. So, jetzt haben wir es zugemacht. Warum uns das gestört hat, keine Ahnung. Was es uns bringt, auch keine Ahnung. Aber vielleicht können wir jetzt da draufklicken. Und da passiert jetzt was. Aha, jetzt haben wir dieses rote Ding geklaut. Was ist das überhaupt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht können wir den Korken wieder rausnehmen? Nö. Okay, dadurch haben wir jetzt ein rotes leuchtendes Ding. Damit können wir vielleicht irgendwas anstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was. Aber wir versuchen mal unser Bestes. Der hier will ihn, glaube ich, nicht. Nö, der will ihn nicht. Also gehen wir mal weiter runter. Vielleicht ist es ja der hier, der das Ding benötigt. Also gucken wir mal, ob wir das... Aha, hier in die Ecke reinmachen können, damit wir da Licht haben. Okay. Wow, einfach blaues und lilanes Licht. Wie in einem Studio sieht es hier aus. Okay, gehen wir mal hin und nehmen den mal mit. So, jetzt haben wir hier dieses Rohr. Oh! Dieses Rohr, dieses Megafon-ähnliche Rohr. Gut, dann lass mal vielleicht versuchen, mit diesem Megafon-ähnlichen Panzermuschel-Ding, den hier möglicherweise mit etwas mehr Dezibel aufzuwecken. Hallöchen. Wie geht's dir, alter Mann? Hä? Gut geschlafen? Wie geht's dir? Kann ich vielleicht so ein Ding haben? Ich brauche 6 Checkmarks. Oh nein, was macht er? Oh nein! 1, 2, 3, 4. Komm, und 5. Das wird sowas von safe nicht sein. Hä? Das war richtig? Oh nein! Jetzt muss ich so, hier ist nichts, ja? Und dann wahrscheinlich aus dem Nichts wird dann weniger nichts, würde ich mal schätzen, von links nach rechts. Dann wird noch weniger nichts. Dann kommt ein Punkt. Dann wird aus dem Punkt... Wahrscheinlich der Kreis nochmal kleiner und der andere Punkt wird größer. Dann wird der Punkt noch größer als das eigentliche Ding. Und dann wird der Punkt ganz klein und wieder groß und dreht sich im Kreis. Jo, angeblich, was ist das denn? Okay. Da geht eine Spur. Kann man die? Ne, die sind auf jeden Fall gleich. Oh Mann, ich hasse diese Spiele. Okay, gehen wir weiter. 1, dann 2. Dann geht's vielleicht hier in die... In das Kreuz. Ist hier das Kreuz? Das durchkreuzt sich da. Oh, ich weiß wie. Ich weiß, wie es ist. Also, wir haben hier... Eine Spur so. Dann wird das so durchkreuzt. Es gibt immer diese flachen und immer die geraden. Vielleicht sind die geraden, die so waagrecht sind, eher hier hinten. Und die, wo Kreuze sind, die sind eher in der Mitte. So? Jawohl! Okay. Oh Mann. Nein! Nein! Bitte hör auf mit diesen Rätseln! Okay. Oh, ich hasse es. Okay. Da ist ein Kreis und hier sind überall viel zu viele Kreise. Okay, relax, Roman, du kriegst das hin. Okay, fangen wir woanders an. Hier ist der Kreis. So wie da ist wahrscheinlich hier der Anfang so wie da auch. Dann legen wir... Dann geht der größer und dann wird der kleine sozusagen kleiner und der orangene kommt dann dahin. Dann haben wir auf beiden Seiten das Ding so. Das heißt also, wir können das gleiche Teil, wie es da ist, auch hier hinlegen. Also die Evolutionsstufe geht dann sozusagen nach oben. Oh,
Die geht dann wieder dahin. Das heißt also da, hier haben wir eigentlich denselben Raum. Das heißt also da geht das da dann auf jeden Fall hin. Das ist gleich. Und dann haben wir eigentlich nur noch drei Auswahlmöglichkeiten. Und zwar einmal den hier und den da unten hin. Jawohl! Oh mein Gott. Dieses Rätsel ist eine Katastrophe gewesen. Okay. Alles klärchen. Da kommt die Blume. Und wir nehmen sie. Okay. So, jetzt haben wir tatsächlich diese wunderbare Rätsellandschaft verlassen. Und ich bin sehr froh darum, weil es war nicht einfach. Oh, da sind wir wieder. Jawohl. Raus aus dem U-Boot und frisch gerätselt. Okay, so, mein Werter. Wo brauche ich jetzt eigentlich nochmal dieses Ding? Ich habe vergessen, wo ich das eigentlich benutzen muss. Du hast es nicht gebraucht, gell? Na, willst du das haben? Ah, doch. Jawohl. So. Und dann, was wollten wir jetzt eigentlich nochmal damit machen? Wir müssen jetzt eigentlich nur unseren Bruder da rausbekommen. Vielleicht in die Toilette damit. Gegen die Gurgel. Kitzeln! Kitzel das Ding! Jawohl! Und dann, oh oh, wenn man tatsächlich dieses kleine Zäpfchen anfasst, dann wird einem meistens übel und man spuckt alles aus, was man so bekommen hat. Klasse! Damit haben wir jetzt unseren Bruder wieder raus aus dem Knast gebracht. Menschenknast oder sagen wir Magenknast. Und fahren jetzt einfach weiter. Das ist schon viel entspannter so. Da haben wir auf jeden Fall viel Mühe reingegeben. Und zwischendurch hat es auch mal geregnet. Sehr traurig, aber wahr. So, und dann, oh ja, dazwischen gab es auch mal einen kleinen Wal-Einhornfisch. Und dann, irgendwann wurden sie müde. Und dann haben sie es aber entdeckt. Bin ich nicht der beste Geschichtenerzähler, den es überhaupt nur gibt? Und wer hat an dem Mond da abgebissen? Was ist da los? Oh. So ist das also auch beim ersten Mal passiert, ha? Ja, ich verstehe. Okay. Okay. Es sieht ganz danach aus, als ob unsere Hauskoordinaten gar nicht mal so weit weg sind und wir uns eigentlich auf einem guten Weg befinden. Das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist, dass wir hier 5 irgendwas zig Milliarden Kilometer laufen müssen. Okay, nicht so cool, aber zum Glück ist da ein Tandem für einen schönen Triathlon oder wie auch immer. Können wir mit diesem Fahrrad irgendwie interagieren? Alter, hier sind überall Sternschnuppen. Wir haben nicht zufälligerweise ein Motorrad dabei. Nein. Haben wir zufällig irgendwas in diesem Kaktus drin? Dieser Kaktus? Oh, ich hab's gewusst! Der nackte Mann! Na, Kuchileiki. Wo ist unser Zuhause? Oh nein, sag mir nicht. Oh, da seht ihr das? Wenn der Mond sich verändert und er tatsächlich mehr zur Sichel wird, dann schließt sich irgendwann das Tor, in dem es zusammenbricht. Okay. Oh, es wird schon immer mehr zur Sichel. Okay. Jawohl! Immerhin noch jemand, der uns hier gut helfen kann. Okay, so, das heißt, wir können jetzt erstmal eine Runde biken gehen und bewegen uns jetzt die zig Milliarden Kilometer, die wir noch vor uns haben, ne? Einfach mal geradeaus, bis wir auf diese Leute hier treffen. Ganz normale Handwerker. Die guten Handwerker können uns vielleicht helfen. Vielleicht können die uns ja eine Turbo schnell. Oh, guck mal, da ist so ein Windrad oder wie die Dinger heißen oder so. Ach, ich glaube, das hat so einen Namen. Ich blende es hier ein. Was geht? Könnt ihr uns sagen, wo wir wohnen? Wahrscheinlich hinter dem Tor. Hinter den Bergen, hinter den Krokodilen, hinter den fleischfressenden anderen Monstern, hinter der Katze, hinter mir. Okay. Sehr gute Beschreibung. Oh, da hat jemand eine Idee bekommen. Und. Ah, da wird auf jeden Fall kurz das Auto repariert. Oh, nee, das ist ein Schrank bei denen. Oh, das sieht nach einer Maschine aus, die wir machen können. Rollerblades, Drachenkopf. Okay, okay, okay. Nicht schlecht. Fahrrad, die Räder. Okay. Nicht schlecht.
Also, das bedeutet also, mit den beiden können wir also eine Maschine bauen, die höchstwahrscheinlich 1 Milliarde Kilometer die Sekunde fliegen kann. Und dementsprechend müssen wir also mal gucken, dass wir jetzt die Reifen abbauen. Nun gut, das macht wahrscheinlich unsere Schwester so lange. Und wir können vielleicht mit dem Typen so lange reden. Mal gucken, was der sagt. Nun, die Laben. Okay, alles klar, Bruder. So, dann können wir hier auch wechseln. Nee, wir können nur mit unserer Schwester reden. Hier haben wir allerdings ein paar Gegenstände. Und die sehen schon sehr interessant aus. Leider kommen wir da nicht ganz ran. Okay, wir gehen mal weiter und schauen. Ach ja, ein riesiger Mensch mit einem Teekessel als Kopf. So habe ich mir das vorgestellt, als ich hier nach rechts gelaufen bin. So, wir können hier, können wir hier was drücken? Ja. Hui la Pentimon. Ja, das denke ich mir auch. Übrigens, da hinten ist ein Kaktus, der gerade am iPad chillt. Der guckt sich gerade Aerosol-Videos an. Ja, yeah, ich liebe Aerosol. Okay. Da haben wir auf jeden Fall auch nochmal eine Art Motor oder eine Art Gangschaltung. Sprich, wir müssen auf jeden Fall diesen Roboter irgendwie wieder zum Laufen bringen. Dafür müssen wir höchstwahrscheinlich weiter nach rechts laufen. So, ach ja, natürlich. Okay, hier haben wir jemanden, der was auch immer der gerade macht. Drücken wir mal hier auf diesen Sitz drauf. Und machen mal einen anderen Sender. Okay, ich glaube, hier müssen wir auf jeden Fall den Sender reparieren. Können wir da was am Fernseher einstellen? Drück mal da auf irgendwas drauf. Ah, man kann hier vielleicht unten so eine kleine Karte oder sowas reinstecken. Oben kann man auch nichts machen. Mit dem Typen, was sagt der? Ich brauche eine Videokassette. Okay, der ist schon echt traurig unterwegs. Da muss man schon echt sagen, ich habe schon glücklichere Menschen gesehen. Ja, vielleicht können wir aber... Oh, wir können noch weiter nach rechts gehen. Natürlich können wir das. Und oh, wir können auch weiter nach da vorne, glaube ich, gehen. Oh, ja, können wir. Aha! Hier ist etwas, was uns möglicherweise helfen könnte. Drücken wir mal auf das Auto. Oha! Drück mal drauf. Aha. Genau. Nochmal. Okay, können wir vielleicht dagegen halten? Ey, diese Frau. Die hat ja auch so ein... Oh, ich weiß, was es ist. Diese Frau hat doch so einen Code gehabt, wie man da auf die Motorhaube draufhauen muss, damit man... das Ding aufbekommt. Deswegen muss ich mir das merken, vom Muster her, dann kriege ich auch die Motorhaube auf. Okay. Okay, jetzt merken. Lehrer, Stoßstange, Motorhaube, Motorhaube. Okay. Der aus ist, Stoßstange, Motorhaube, Motorhaube und dann das war's. Also, ran an das Ding, ran an den Speck. So. Dann leeres Ding. Motorhaube, Heck und dann Motorhaube, Motorhaube. Jawohl. Ja! Yeah! Und da haben wir tatsächlich unsere Kassette drin. Schön. So, was anderes gibt es hier aber leider nicht, so wie es aussieht. Es sind nur Autos und sonst war hier nichts. So, klasse. Ich werde jetzt aber nochmal checken, ob wir hier noch weiter nach rechts laufen können. Ja! Was macht der denn da? Oh Gott. Wie geht's dir, Kumpel? Okay, mir geht's so ähnlich. Soll ich dich etwa befreien, oder was? Das ist doch der Typ, der uns entführt hat. Auf diesem Vogel, von dem wir uns befreien mussten. Nun gut, mein guter Kerl. Ich kann dich noch nicht befreien. Ich check aber noch mal kurz aus, ob ich hier jetzt noch eins nach rechts gehen kann. Ich kann! Ich kann hier einfach nochmal eins nach rechts gehen. Alter, das ist nicht der Ernst. Das ist ja eine Monsterkarte. Was muss ich denn hier machen? Und wer hat hier die ganzen Gartengeräte und Fässer einfach an diesen riesigen Baum rangemacht? Alter, es geht noch eins nach rechts. Was geht denn hier ab, Alter? Ich glaube, ich bin hier in einem falschen Film, Mann. Was sind denn das hier für Eidechsen, die irgendwie zaubern können? Seit wann sind wir hier in einem Science-Fiction-Movie? Okay. Lässige Typen. Was geht, ihr Lieben? Hallöchen. Na? Nein, nein. Okay, gut. Ich glaube, da geht es erstmal nicht weiter. Oh, aber einen von diesen wunderbaren Rasenmähern hat er uns tatsächlich runtergehauen. Schönes Ding. Das bedeutet, den stecken wir uns einfach mal in die Tasche rein, weil er uns da nämlich gerade in den Bauchbeutel gut reingepasst hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nochmal was runterschießen.
Okay. Also weiter gehen wir dann nicht. Okay, das heißt, wir haben endlich ein Dead End gefunden, ne? Oh. Oh ja, okay. Aber wir können einfach in diesem Fass jetzt einfach so nach vorne laufen. Oh, okay, okay, okay. Das hier ist wie eine Art... Oh. Okay. Gut, da ist wie so eine Art Code, den man drücken muss. Aber da wir noch keinen Code haben, lohnt sich das gerade auch noch nicht. Deswegen würde ich sagen, erstmal zurück, dem Typen sein Spiel, beziehungsweise die VHS-Kassette, so heißen die, glaube ich, die geben wir ihm erstmal, damit der hier erstmal wieder eine Runde radeln kann. Eine gute Runde radeln. So, das gehört nämlich zu einem schönen Tag einfach dazu. Rein die Kassette, ab dafür und go, go, Gadget. Das ist sogar so ein japanisches Spiel oder so. Kann das sein? Okay, und? Gefällt's dir? Gefällt's dir, Kumpel? Komm, wir setzen uns gleich dazu, Mann. Ab geht's! Oh nein! Okay, was müssen wir machen? Da ist unser Zuhause, ja? Und wir müssen dieses Spiel hier wahrscheinlich spielen. Und dann dürfen wir nicht falsch abbiegen. Das heißt, wo ist unser Zuhause denn? Also, wo sind wir eigentlich? Okay, ich fahr mal geradeaus. Links abbiegen. Oh, wir können auch ein bisschen schneller fahren. Okay. Jetzt sind wir hier an so einer Blumenstraße. Oh mein Gott. Ja, sag mal, aber wo? Ich gebe jetzt mal einfach die ganze Zeit weiter Vollgas. Jetzt sind wir hier einfach auf dem. Jetzt haben wir wieder so eine Palmenstraße. Und vielleicht müssen wir jetzt bei dieser Palmenstraße, wenn jetzt eigentlich diese Blumen wieder kommen gleich. Nee, es kommt ein Wald. Das heißt, wir waren gerade auf einer Palmstraße, sind jetzt in den Wald reingefahren. Warte mal, was bedeutet das? Das könnte sein, dass wir jetzt hier sind. Wenn wir jetzt weiter geradeaus fahren, wir sind in der Blumenstraße. Ja, dann sind wir jetzt hier. Das heißt, wir biegen nach rechts ab, sind weiterhin in der Blumenstraße. Dann gehen wir nochmal eins geradeaus und sind jetzt auf einer Palmenstraße wieder. Vielleicht sind wir doch woanders. Wenn wir weiter geradeaus fahren, kommen wir dann wieder zu einer Palmstraße und jetzt zu einer Blumenstraße. Jetzt nach rechts in den Wald. Jetzt wieder Wald. Nein! Ich glaube, wir sind hier gewesen. Okay, geradeaus. Nach links. Geradeaus. Geradeaus. Nach links. Da ist es! Da ist es! Wir haben es zu Hause gefunden. Oh, oh mein Gott, was macht das Haus da? Da ist auf einmal ein Haus hergekommen. Oh nein! Und warum nimmt das... Okay. Alles klar. Okay. So, dann hätten wir dieses Lenkrad. Und hätten jetzt ein Rasenmäher und ein Lenkrad. Ja. Wir gucken mal, was wir damit möglicherweise bewirken können. Wir haben nämlich jetzt etwas, was wir benutzen können. Ob wir hier vielleicht etwas benutzen können, das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man da ja ein kleines Rad draufstecken, so wie der das gerade getan hat. Und das möglicherweise mal anstellen. Damit haben wir zumindest mal Wasser in der guten Bude. Und das hier kann man wahrscheinlich nirgendwo dran packen, weil das einfach nur ein Rasenmäher ist. So, was ist, wenn wir jetzt hier an die Schaltung gehen? Aha, und hier möglicherweise ein bisschen was verstellen. Die Frage ist, wo muss überhaupt das Wasser hin? Okay. Okay, damit ist es aus. So hätten wir viel Wasser auf der Seite. So würde aber ein Stück Metall rausfliegen. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert, aber das Stück Metall nehme ich auf jeden Fall mit. Gut, damit haben wir ein lässiges Blasrohr jetzt mit dabei. Können wir dieses Blasrohr dementsprechend wieder für diese Konstruktion hier verwenden? Nein. Gut, dann würde ich sagen, hätten wir hier auf jeden Fall schon mal was getan. Vielleicht können wir ja mit diesem Rohr nun ein paar Items hier runterholen. Nein, können wir nicht. Okay, gucken wir mal, ob vielleicht die Freunde von uns hier vorne, ob die mit diesem Rohr etwas anfangen können. Guck mal, ich habe ein Rohr dabei. Na, hast du Bock, dein Rohr ein bisschen zu verlängern? Brontiraben. Jawohl. Alles klärchen. Zack, zack, hat er mir ein lässiges... okay, was hat er mir jetzt... Oh, ich glaube, ich weiß, was er mir sogar gemacht hat. Das kann ich vielleicht sogar so wie so ein Spick...
Spickding, so wie so aus so einem U-Boot. Kennt ihr diese Augen, die da immer aus dem U-Boot manchmal rauskommen? Ist eigentlich auch manchmal sehr interessant. Es könnte aber gut möglich sein, dass ich vielleicht dieses eine kleine Rätsel von diesen Zombies da oder was auch immer die Jungs da sind. Kann ich da vielleicht das hier upgraden? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier vielleicht den Rasenmäher irgendwie verwenden? Nein. Ich gehe da nochmal rein und schaue mir mal nochmal an, was die da genau machen. Also, vielleicht muss ich nur nah genug ran. Okay, solange die abgelenkt sind, kann ich immer näher rangehen. So, jetzt klaut der wieder. Dann kann ich wieder näher ran. Jetzt klaut der wieder. Dann kann ich wieder näher ran. So, jetzt bin ich ganz nah dran. Und jetzt kann ich vielleicht gucken, was ich hier machen kann. Kann ich vielleicht dieses Rohr jetzt benutzen? Nein. Kann ich vielleicht den Rasenmäher benutzen, um die beiden zu killen? Nein. Okay. Nö. Ah! Oh mein Gott! Okay, wir haben der Eidechse da einfach gerade den Schwanz abgezogen und dementsprechend sind die jetzt abgehauen. Das ist ein perfekter Zeitpunkt für uns, dieses Zepter hier einfach mal da reinzustecken. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das tun müssen, aber es war anscheinend das Rätsels Lösung.